Wahlprogramm der CDU: Zukünftige Rentnerinnen und Rentner sollen mit höherem Rentenabschlag bestraft werden. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Erst die Rente mit 68, dann mit 70 und nun auch noch die Ankündigung der CDU für das Bundestagswahlprogramm, die Abschläge für einen vorzeitigen Rentenbeginn für zukünftige Rentnergenerationen zu erhöhen. So zumindest in einer Mitteilung einer sehr bekannten deutschen Zeitung, die Sie auch unter dem Begriff Bild-Zeitung kennen. Folgende Ideen der CDU für das Bundestagswahlprogramm wurden unter anderem hier bekannt gemacht. Wer also vor dem regulären Rentenalter in Ruhestand geht, soll nach dem Willen der CDU künftig höhere Abschläge in Kauf nehmen als die derzeit schon monatlich 0,3%. Wenn also jemand vor dem 67. Lebensjahr in Rente geht und die 45 Jahre Wartezeit nicht voll hat, muss er 0,3% Abschläge pro Kalendermonat vorzeitigen Rentenbeginn in Kauf nehmen. Und das sind, wenn man mit 63 in Rente geht und das mal hochrechnet auf das 67. Lebensjahr, schlappe 14,4%. Und das will die CDU sozusagen in der Zukunft dann auch noch erweitern und erhöhen. Personen, die Angehörige pflegen, sollen nach dem Willen der CDU dann nach dem Rentenbeginn problemlos ihre Bezüge Rentenanwirtschaften erhöhen können. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was daran neu sein soll. Das ist ja heute auch schon aktuelle Rechtslage. Also die CDU meint damit wahrscheinlich dann, dass die Pflegezeiten auch nach dem Regelaltersrenteneintritt weiter ganz normal hier als versicherungsrechtliche Zeiten gelten sollen. So verstehe ich das. Und was die CDU auch möchte, ist, dass die Verdienstgrenze beim Minijob von 450 Euro auf 550 Euro im Monat angehoben wird. Ob die CDU wirklich die Abschläge verlängern, vergrößern will, wird das Rentenwahlprogramm der CDU-CSU erstmal zeigen. Es soll wohl nach den Ankündigungen Ende Juni 2021 ja veröffentlicht werden. Ein politisches Statement gibt es schon. Die Linkspartei sagt, die CDU-Pläne zur Erhöhung des Rentenabschlags bei vorzeitigem Rentenbeginn seien asozial und nicht gerecht. Wir werden über die CDU-Rentenpläne weiter informieren und dann können Sie sich Ihr Bild von der CDU und deren Wahlprogramm vor der Bundestagswahl machen. Näheres zum Thema Bundestagswahl 2021 und der gesetzlichen Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.